mögliche Perspektiven in Bezug auf eine wirklich solidarische Gesellschaft? Wie können wir uns in dem Kampf gegen Rassismus, Faschismus, andere schädliche Ausformungen des Kapitalismus und schließlich vor allem gegen den Kapitalismus selbst verbünden? Heute befinden wir uns wieder auf einer Unteilbar-Demo. Dieses Mal in Münster und dieses Mal getragen von einer Gruppe von 20 BündnispartnerInnen. Von diesen BündnispartnerInnen sind genau laut Facebook-Ankündigung drei Gruppen, die, soweit ich es verstehen konnte, die dann von rassifizierten Personen getragen werden. 17 dagegen stellen Gruppen dar, die unter anderem aus Solidarität gegen Rassismus hier dann mit uns gemeinsam auf der Demo sind. Dieses Verhältnis ist vergleichsweise fast okay, könnte man sagen, wenn wir uns vor Augen führen, wie in vergangenen politischen Positionierungen politische Kämpfe zusammengeführt wurden oder eben diese weiterhin nebeneinander bestanden haben. Jenseits von Bündniskonstellationen muss aber auch ein Blick in politische Gruppen geworfen werden, die nicht ausschließlich oder vornehmlich von rassifizierten oder anderen marginalisierten Personen selbst getragen werden. Dazu zählen jugendparteipolitische, parteipolitische, gewerkschaftliche oder ebenso auch thematisch fokussierte politische Gruppen. Wie viele Aktive gehören in den jeweiligen Organisationen marginalisierten Gruppen an? Und in marginalisierten Gruppen meine ich zum Beispiel ebenso auch rassifizierte Menschen, Arbeitslose, Geflüchtete, ArbeiterInnen ohne die Möglichkeit gewerkschaftlicher Vertretung, zu denen zum Beispiel viele ausländische ArbeiterInnen gehören. Auf welche Weise wird die eigene Organisation verändert, um genau solche marginalisierte Gruppen in die politischen Kämpfe mit einzubinden? Wenn rassifizierte Geschwister und MitstreiterInnen aus anderen marginalisierten Gruppen die Entscheidung treffen, nicht eine Demo zu besuchen, die doch zur Solidarisierung mit ihnen selbst organisiert wird, die Entscheidung treffen, nicht einer politischen Gruppe beizutreten, die doch angibt, sich für ihre Belange einzusetzen, und die Entscheidung treffen, sich der eigenen Community-Arbeit oder dem Kampf gegen die eigenen individuellen Herausforderungen, die ihre Marginalisierung mit sich bringt, zu widmen, sind das Entscheidungen, die ihre Gründe haben. Diese Gründe liegen nicht etwa in der zu geringen Frust über die gesellschaftlichen Umstände, an mangelnden politischen Fähigkeiten oder an mangelndem politischem Interesse, die ihnen im Vergleich zu Angehörigen dominanter gesellschaftlicher Gruppen häufig unterstellt wird. Es handelt sich hier um Entscheidungen, die getroffen werden, um sich nicht in weitere rassistische oder anderweitig vermachtete Strukturen zu begeben. Es sind aber auch Entscheidungen, die getroffen werden, um sich selbst in der eigenen mentalen Unversehrtheit zu schützen, seine Kräfte für die alltäglichen Widrigkeiten gesellschaftlicher Unterdrückung aufzusparen und diese nicht bei dem politischen Kampf, der sie eigentlich unterstützen sollte, aufzubrauchen. Selbst wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass wir in der Gruppe, die sich selbst als links oder progressiv bezeichnet und die ich gerne auch selber als solche bezeichnen wollen würde, eine Schieflage haben, was den Einsatz für marginalisierte Gruppen betrifft. So ergibt eine kommunikationswissenschaftliche Untersuchung, ich studiere Kommunikationswissenschaft, dass bei Themen, die über die Belange von Geflüchteten handeln, Medienauftritte von UnterstützerInnen Geflüchteter ohne Fluchterfahrungen dominiert werden. Diese Schieflage mag auch daran liegen, dass Medien selbst den Stimmen marginalisierter Gruppen nicht aktiv Gehör geben. Es bringt aber auch zum Nachdenken, wie es sein kann, dass diese engagierten UnterstützerInnen für Geflüchtete genau durch ihre eigenen Handlungen selber die Stimmen von ohnehin marginalisierten Gruppen weiter marginalisieren. Was ich euch mit der Teilnahme an dieser Unteilbar-Demo nun wünsche, es ist nicht etwa Spaß an dieser Demo oder an diesem Beisammensein. Es ist nicht die Freude an einem Gruppenselfie für Social Media Auftritte irgendwelcher Art. Es ist nicht das schöne Gefühl, sich heute vermeintlich deutlich und eindeutig für eine solidarische Gesellschaft positioniert zu haben. Was ich euch mit der Teilnahme an dieser Demo wünsche, sind andere Dinge. Das aufmerksame Anhören der Stimmen gesellschaftlich marginalisierter Gruppen. Das Kämpfen an der Seite dieser Gruppen.
das aufmerksame Anhören, aber auch das Kämpfen an der Seite dieser und nicht vor diesen Gruppen. Und die Bereitschaft kritischer Nachdenklichkeit und die tatsächliche anschließende Veränderung der eigenen politischen Arbeit. Wir wollen nicht für Demos angefragt werden, weil es ansonsten schlecht aussieht für die Diversität der Demo. Wir wollen auch nicht den Eintritt in eine politische Gruppe dazu überredet werden, weil es ansonsten auch schlecht aussehen würde für die Diversität dieser Gruppe. Und wir wollen nicht Teil dieser Gesellschaft sein, weil die Buntheit den Augen und den Gewissen gesellschaftlich dominanter Gruppen schmeichelt, die die Absicht formulieren, solidarisch zu sein. Was wir wollen? Wir wollen, dass unsere Bedürfnisse, Interessen und politischen Haltungen ernst genommen werden und in ihrer Ernsthaftigkeit politische Berücksichtigung finden. Auf eine Weise politische Berücksichtigung finden, dass wir als gleichberechtigte politische und gesellschaftliche Akteurinnen unsere politischen Forderungen artikulieren und zu einem Teil des gemeinsamen Kampfes gegen jede Form kapitalistischer Unterdrückung werden. So geht solidarisch.